So, da sind wir wieder. Ha, und wer hätte das gedacht? Das Telefon. Was auch sonst. Ja, bitte. Hörst du mich, Soldat? Ja. Ein Glück. Bist zurück. Wo bist du gewesen? Hast du diese Schreie gehört? Der Feind ist erneut in unsere Gräben eingebrochen. Triff mich im Stabsbunker. Es liegt an uns. Allein an uns. Genau. Wir beide gewinnen nämlich den Krieg noch. Lazarett. Ich bereue schon wieder, dass ich dunkler gemacht habe, das Spiel. Aber naja. Gut. Ah, jetzt können wir diesen ganzen Stacheldraht hier mal durchschnibbeln. Ein Traum. Ich glaube, wir müssen sogar eventuell da. Wir gehen nochmal schnell zurück. Und weil hier kommen wir, glaube ich, großartig nicht weiter. Wir schauen nochmal schnell. Hier liegt noch ein Brief. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Unsere Männer sterben mir mit Verätzungen durch Giftgas unter den Händen weg. Dazu Fälle von Typhus. Obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten, die glauben, ich könne mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach. Wir waren wohl nicht der beste Offizier. Offiziell. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Nun liegt in Boader. Ich fand viel rote Blut. Sei es so unabhängig, ganz dringend die rote Blut. Den Magen wollte ich leeren. Er sprach mit trüben Sinn. Da gibt es nichts auszupumpen mehr. Ich hab ja doch nichts drin, ich muss dich operieren, sag ich, da lächelt er. Du kommst zu spät mit deinem Plan, das haben andere schon getan. Er zeigte mir sein Inneres, da rief ich voller Grau. Du bist zerrüttet und zerfleischt, das hält kein Körper aus. Wollt operieren die Unterweil, doch du bist schon. Als Augenteil. Ach, Michel, mein Michel, wie bist du so dünn? Du hast ja die Schwindsucht, du findest dahin. Du wirst immer weniger, dein Ende ist nah. Bis bald, überhaupt nicht mehr da. Jetzt noch Schluss. Ich glaube, wir müssen den Spielsound noch ein bisschen höher machen. Den Audio. Wir hatten ja mal, ich weiß nicht, ob das die Musik auch dann ist, die mit lauter wird. Wir hatten ja mal in den ersten Folgen irgendwann mal runtergedreht, weil wir irgendwann ein Lied hatten. Naja, ob das jetzt viel lauter ist. Genau, weil der Hintergrundsound, der lief, also die Musik, so furchtbar laut und penetrant und nervig war. Da haben wir irgendwann mal ein bisschen runtergedreht. Neumanns Tod. Dr. Weidenbach, ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen.
Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Ist es ratsam, dies dem Leutnant zu melden? Hochachtungsvoll, Hülker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was lief denn da jetzt alles schief? Oh Mann. Ach, guck mal, wer hier sitzt. Diese Puppe ist auch immer überall. Das wird sicher der Endboss. Ich könnte wetten, die Puppe wird der Endboss. So, hier ist zu. Hier haben wir noch ein paar Erkennungsmarken. Hier ist auch noch eine. Josef! Katzig. Josef! Josef! Ach, die Franzosen auch, ne? Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrechtzuhalten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Oh, das ist von unserem Bruder. Albert Eck. Da war doch noch ganz gut, dass wir hinten nochmal alles durchgeguckt haben. So, ist immer ein schönes Gedicht. So, für wen war das hier? Für den Kaspar. Kaspar Haffmann. Das war doch hier einer der Verräter, ne? Verräter? Nee, hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall war es der Kaspar. Aber wir haben ja schon mitgekriegt, dass die nachher alle nicht mehr so richtig gut getickt haben. Ne? So. Gut, dann haben wir jetzt hier einmal... Ach, von hier kommen wir? Alles gut. Dann gehen wir hier lang und gehen nach links. Links rum. So. Latrine. Wir sind wieder zurück. Aber diesmal ist die Latrine verschüttet. Okay, vielleicht war das auch durch unsere große Explosion gegen den hässlichen Löwenpfad. Mhm. Wir sehen uns hier nochmal ein bisschen um. Okay, also wir brauchen Treibstoff, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Und mit der Maschine machen wir... Ich denke mal Strom, ne? Nichts passiert. An das stählernde Ungetüm ist ein Schlauch angeschlossen. Könnte aber auch so eine Absauganlage sein. Also wir schauen uns das an. Da flattert was im Wind. Sieht aus wie ein Vogel. Ah. Das Täubchen. Ach Mensch, Täubchen. Ich helfe dir. Komm. Flieg! Meine Taube, flieg! Ja, das lief jetzt nicht so gut. Ah, guck, da oben fliegt sie. Hui. So ist das. Man muss auch ab und zu mal Tauben retten. Mhm.
Okay. Das nächste Monster. Aber bevor ich jetzt hier mal... Ich guck nochmal hier schnell um die Ecke, ob ich noch irgendwas... Was, wir hätten nämlich auch hier durchgekonnt. Die Frage ist ein bisschen, wo wir hin müssen. Aber ich denke mal von hier... Ich wollte gerade sagen, von hier kommen wir ja. Und... Da muss man immer da lang, wo kein Stacheldraht ist, aber... Ist egal, wir schauen uns hier einfach um. So, wir brauchen einen Kanister. Hier stehen ungefähr, weiß ich nicht, 50 Stück. Aber wir brauchen natürlich einen anderen. Wir brauchen den. Den einen Kanister. Wer kennt's nicht? Wir können ja auch die Tasse nehmen. Wir brauchen den einen Kanister, um das Dieselöl abzufüllen. Ja, gut. Dann schauen wir mal hier ein bisschen rum. Der läuft auch noch hier. Ist das nicht eine schöne Kanne? Leerer Kanister. Sag ich schon, Kanne. Quittierter Lieferschein. Aktueller Lagerbestand. 14 Fässer je 12... Meine Güte. 14 Fässer je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute geliefert 3 Fässer je 216 Liter Fassungsvermögen. Das sind auch Details teilweise, wo ich sage, ach Gott sei Dank, gut, dass ich das weiß. Da bin ich immer ein bisschen froh. Ich stehe dann auch immer oft vor so welchen Transportern und denke mir, was hat der wohl geladen? Wie viel Fassungsvolumen hat der? Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist was. Fassungsvermögen natürlich. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Diesel. So, jetzt haben wir Diesel. Gehen wir zurück. Und sind glücklich, dass wir Diesel haben. Das gießen wir dann in der Gerät. Und der Gerät macht dann Sachen. Vitrine. Ja, hier war das nicht. Schon wieder verlaufen. Wie oft kann man sich denn hier eigentlich verlaufen? Ach, hier ist doch die Maschine. Gut, dann gießen wir das da hinten mal rein. Sehr gut. Und dann? Jetzt geht's richtig. Ich weiß nicht, was es macht, aber es ist an. Ein Generator, oder? Achtung, Hochspannung. Also es ist ein Generator. Passt. Dann werden wir mal wieder gucken, wo das Kabel lang geht. Ja, das haben wir ja geübt. Ah,
Mhm. Hier sind aber viele Tauben auf dem Boden. So, hier wurde irgendwas gerupft. Hier ist ein großes Taubenmassaker gewesen. Wer macht denn sowas? Das war der verrückte Taubenmann. Der irgendwie auch irgendwo schon wieder lang ist. So, wo ist denn hier? Wo geht's jetzt hier lang? Mhm. Ja, dann bleibt uns ja nur nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Was, wo sind wir jetzt hier? Der Löwenpfad. Löwenpfad? Ja. Der Löwenpfad. Unser aktuelles Ziel ist... durchquere den alten Schacht. Cool. Machen wir. Das machen wir natürlich. Ach, hier ist der Schacht. Schwarzer Weg. Geht's auch nicht weiter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Hm? Also wenn das keine gute Idee ist. Eine super Idee. Es ist wieder dunkel. Jetzt habe ich das Spiel erst. Oh Gott, ich sehe uns jetzt schon wieder so verlaufen. Dann immer ducken und aufstehen und ducken. Einstellungen. Gehen wir wieder in den Gamma-Wert. Es geht nicht, ich weiß auch nicht. Es ist einfach zu dunkel. Das macht es auch nur geringfügig besser. Na, ein bisschen. Man sieht wenigstens die Konturen ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie es für andere zu sehen ist. Aber bei mir ist es immer noch sehr duster. Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unsinn natürlich. Beim nächsten Regen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste einer französischen Uniform gefunden. Sie sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammten Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutmann uns weiterhin so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, holt der Schlamm uns auch bald. Ich weiß nicht, ob man da nicht teilweise immer die... Oh, falsch gedrückt. Die falschen Prioritäten gesetzt hat.
Oh, es sind hier wieder irgendwelche. Was ist denn das? Wenn wir das so genau wüssten. Das sind auf jeden Fall nicht. Sind es schon wieder diese Puppen? Ah. Ja, es sind wieder diese Puppen. Es ist wieder dunkel, es sind wieder diese Puppen. Ah. Die könnten wir da vorne. Wenn er natürlich hierher kommt, ist Kacke. Dann können wir ihn nicht umlaufen. Und hier können wir nicht hoch. So, können wir einfach wieder zurückgehen. Ja, das ist ja hervorragend. Aber der kommt nicht weiter. Also da vorne könnten wir ihn umlaufen. Aber da hat er irgendwo noch einen Kumpel. Wir müssen, glaube ich, da hinten lang. Der wird nicht so weit gehen. Die Frage ist... Ich muss trotzdem sagen, es ist ein bisschen unangenehm, hier in der Mitte zu stehen. Oh, ich sag noch, der wird hier nicht langlaufen. Ne? Man bleibt ja auch relativ schnell mal irgendwo hängen. Hätten wir hoch. Kommt jetzt hier auch noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist alles. Ach, das ist der da unten. Okay. Ja. Das ist immer, das ist so laut, als wenn er genau neben einem steht. Mundraub. Katzig, Ifwerk und ich haben die eisernen Rationen satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obstbrand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist eh alles vorbei. Meine Güte. Ich glaube, hier oben laufen auch welche lang. Das ist einfach... wir müssen nochmal zurück... noch mal schnell hier gucken. Wollen ja nichts übersehen. Da. Ich könnte wetten, wir haben da unten auch schon Marken übersehen. Okay, hier ist der ganze Schacht zusammengebrochen, dann gehen wir doch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob da unten irgendwas noch lag. Aber ich habe jetzt irgendwie auch keine Ambitionen, noch mal zurückzugehen. Noch unangenehm, muss man auch ehrlich mal gestehen. Die keuchen einen hier immer hin. Wir gucken erstmal hier lang. Osten versperrt. Sehr schön. Jo, ne, dann gehen wir halt wieder da runter in den Schacht. Gehen wir mal in den Schacht, nicht? Gucken wir mal. Ach, hier sind wir. Warte mal, hier müsste doch gleich hier der Typi sein. Da gehen wir gleich lang. Aber jetzt können wir uns durch den Stacheldraht hier mal durchschneiden, was wir die ganze Zeit nicht konnten.
Und wir haben uns immer gefragt, warum der Stacheldraht so schwimmt. Ah, okay. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot. Bald, allzu bald bin ich tot. Bald, allzu balde. Fleugt wo ein Stückchen Blei, nimmt mir mein Sorgen. Mir ist halt einerlei, heut oder morgen. Weit, wo das Tal hinabgraben drei Spaten, graben ein kühles Grab für einen Soldaten. Drüben im Dämmerschein, allwo im Städtchen weint, wo im Kämmerlein irgendein Mädchen. Blüht wohl ein Blümlein rot einsam im Walde, balde, gar bald bin ich tot, bald, allzu balde. Alles klar, ne? Diese Gedichte, die sind aber auch immer... Mutter und Vater hungern, auch wenn sie es nicht zugeben. Vater ist zu stolz, natürlich. Und Mutter will nicht, dass ich mich sorge. Aber das tue ich. Um beide. Sie sehen aus wie Gespenster. Mutter spricht nur über Paul. Immer nur Paul. Vater redet kein Wort mit mir. Ja, der Paul war ja der viel bessere Bruder, ne? Wer war der beste Bruder? Ach ja. Man lacht, aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Wir haben ja Hunger gelitten. Kriegszeit. Ja. Ja, in der Kriegszeit, da gab's nicht viel zu essen. Waren wir hier noch nicht? Achso, wir sind hier. Nee. Ist egal. Wir gehen einfach mal hier vorne lang. Also wir könnten hier wieder, aber... Ach, hier kommen wir jetzt auch lang. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier erstmal um, ne? Wer hat denn Lust auf ein kleines Lied? Liste von Platten. Das war ich nicht. Wir hätten das hier im Angebot. Störend ist, dass das andere auch noch läuft. Na gut. Das ist ja immer nur der Papagei. Wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt hier... Wir müssen nochmal zurück. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Typ hier, der irgendwo hier sitzt, gleich sagt, oh, ihr bist da, gut, dann geht's jetzt hier gleich weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen was erkunden hier. Sonderbehandlung. Das Schlimmste ist, dass sie uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Oha. Warum habe ich dann aber Fromm und Eigner beim Trinken gesehen? Die Lieblinge unseres hochgeborenen Leutnants von Schmidt erhalten eine Sonderbehandlung. Die Lieblinge... Das ist aber auch... wenn ich das war, das ist natürlich auch... Oder war das unser Bruder Schmidt? Aber schon wieder alles schon wieder vergessen. Eiserne Ration. Vor kurzem kam der Order von Bubi, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Statt dem täglichen Leibbrot gibt es jetzt nur noch Zwieback und Dosenfleisch. Beste Leben. Keine Kartoffeln, Steckrüben
oder sonstiges Gemüse mehr. Bald sollen wir sicher nur noch von den Liebesgaben aus dem Heimat leben. Wie kann man denn da meckern? Es gibt Zwieback und Dosenfleisch. Wie man es macht, macht man es falsch. Weißt du, dann gibst du den Leuten was zu essen. Lecker Zwieback und dann... Rezept für Mehlsuppe. Das lese ich nicht vor, da ist kein Fleisch drin. Was sind das für eine Suppe? Wirklich nur ein paar Täubchen hätte man mit reinmachen können. So, wir schauen mal schnell. Hier ist abgeschlossen. Ach, dann kommen wir hier eh nicht weiter. Ja, dann gehen wir zu unserem Spätzl wieder rüber. Dem blinden Joachim. Wenn er noch da ist. Allein an uns. Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant.